Willkommen zu der Nintendo Direct am 17.02.2021. Dann los geht's. Nehmen wir direkt mal los. Jo. Mal gucken. Pyron, wie ist das bitte? Mal gucken. Bis jetzt nicht mal. Und? Was? Was? Smash? Alter. Neue Smasherin. Yep. Sie war jetzt richtig rein. Alter. Mega schon. Nein, Spaß. Oh, WTF. Nicht der Strafe, Regenbogenstaub, Schicksalsblick. Alter, krass. Geht sie ab? Ich finde in Ordnung. Kann wirklich die Einheit sein. Was sie alles kann. Na egal. Na gut. Mein Smash-Attacke ist der dabei. Wenigstens. Okay. Super Smash Bros. Ultimate. Xenoblade Chronicles 2. Krass.
Gib dir schon mal recht. Eine Weile her. Seit der letzten Direct. Okay. Ja. Pyramidra. Am März erscheint sie. Und? Fall Guys. War so klar. Fall Guys. Ultimativ Knockout. Erscheint für die Switch nun. Gut. Minuten bleibt Zerstörung des Sonnensystems. Nicht mein. 20 nicht schrecklich, aber auch nicht mega gut bis jetzt. Aber mal gucken. Weiß ich nicht. Gute Frage, aber Sommer 2021. Okay. Könnt ihr euch holen, wenn es euch gefällt? Mir auf jeden Fall nicht. Anime. Oh Gott, als ob. Krass, Alter. Bis jetzt gefällt mir nur die neue Smasherin. Also sprich sie. Naja, halb zwei. Ne? Der 2 in 1 Smasher. Weißt du, die System hat die, glaube ich, auch nur bei Shaq dort. Also, sie ist Schuld. So. Müsste ja heißen. Ja. Femikon-Detektiv Club und. Okay, jetzt auf jeden Fall. Mehr Spiel? Boah. Wie viel ist dort los? Fire Emblem? Was ist das?
Was? Das ist Samurai Warriors 5. Ich kann mir nicht vorstellen, dass manche sich dafür den Arsch aufreißen und einfach Geld aus dem Fenster werfen. Das ist für mich nichts. Würde ich auf jeden Fall nicht machen, aber jetzt sieht schon ein bisschen besser aus als ganz am Anfang. Sommer 2021. Was ist das? Legend of Mana. Ja, für den Nintendo Switch natürlich. Du hast denn auch sonst? The World Map? Artifact. Jetzt. Schnitt war nicht gedacht eigentlich, aber egal. Juni 2021. Was? Popcorn. Was ist das? Ich bin extra mal leise. Monster Hunter Riese. Okay. Was jetzt? März 2021. Nintendo Switch Monster Hunter Riese Edition. Nintendo Switch Pro Controller.
Nicht verpassen. Mario Golf. Mario Golf Super Watch. Naja. Ich find's, naja. Hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber. Naja. Bin neutral. Okay, mit den Joy-Con. Rennen. Was? Okay. Brauche ich auf jeden Fall nicht. In Story Mode. Wenigstens. Aber das ist bestimmt sehr cringy. Punkte, um Vorteile zu bekommen. Am 25. Juni 2021. Okay. Brauche ich mal nicht. Check out these games coming to Nintendo Switch. Return to the unforgiving world of Pandora and Tales from the Borderlands. Play as the Hyperion Lackey Reese. 24.03.2021. Kammerjäger. Erscheint am 24. März. Lol. Cupcake Stadium. Nicht meins. Jetzt schon. Wäre nicht meins so. Stupste Zombie Rebel One Rules. Das ist ein Dritter. Also im März, wenn ich richtig gelesen habe. Ja, das ist im März auf Nintendo Switch. Im Nintendo eShop vorstellbar. Was? Aliens haben die Erde überfallen.
jobs around town and earn enough to pay off entry. Und? Most of them aliens with crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully to gain the upper hand in combat. With a new and improved death glove, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before you attack. The fate of the world is at stake. So get ready to put some. Ja, gefällt mir nicht so krass. New More Heroes 3, 27. August. Dämonenjagd im Himmel. Nee, nicht meins. Wurde wahrscheinlich nicht von Nintendo, aber hat eine bessere Grafik als das letzte Spiel wenigstens. Wer ist eigentlich der Entwickler davon? Nintendo ist es nicht. Nintendo Switch. Winter 2021. Die DET Super Hero Girls. Hä? Warum gelingt die denn nicht? Batgirl. Was haben von Batman abgeschaut? Supergirl. Auch von Superman. Halt. Sind die Faker? Alter. So was schon abgeschaut. Ja. Juni 2021 in DC. Das kann nur dann und bereit machen für den Kampf. Was ist es? Keine Ahnung. Planet vs. Zombie. Ab 19. März 2021 für Nintendo Switch. Kämpfe gegen Bosse. Lass deinen Gegner auch offline das. Spannende Kämpfe im Multiplayer-Modus. Spiel und schalt alles frei. Jedes Kostüm, jeden Preis. Ein ganz guter Soundtrack. Komplette Edition. Battle for Nightmares, wenn ich richtig gelesen habe. Wer zieht mit ins Abenteuer? Alle die Wort. Port. Oder nachgenommen. Nein. Port. Ein Nachfolger. Ja, Nachfolger, nee.
vom 3DS-Port. Also, vom 3DS stand das Spiel, wurde jetzt auf der Switch geportet. So. Na gut. Okay. Super Mario themed items are coming to your island. Okay, Super Mario Steel. Super Mario Brothers. Boah, sieht das cool aus. Mario, Luigi, Wario und Peach. Aber man kann nicht als Luigi spielen. Na super. Aber sieht sehr cool aus. Die Mario Collection. Ja, finde ich gut. Die Röhren finde ich eine coole Idee. Februar 25, also schon demnächst. Hier sind alles. Spiel jetzt endlich. Hey, das ist doch ein Spiel, das ist nur ein Update. Ganz gut. Ach komm, wissen wir. Als ob. Und? Was ist der richtige Weg? Die Achtung der Moral. Die Strebe nach Freiheit für alle. Die Maximierung des Spiels. Wofür wirst du einstehen? Das neueste Sportjahr, D2D. Was? Okay. Salz, Eisen. Strategiespiel? Kampfsystem. RPG. Strategie.
Ja, erinnert mich voll an Mario Bros. Rabbids Kingdom Battle. Voll genannt. Kombinationen. Nix manchmal. Entscheidung und Konsequenzen. Okay. Wie gesagt, nicht manchmal. Stärke unterscheidet sich andere von anderen. Square Enix erscheint 2022. Immer verfügbar. Leute, könnt ihr mal ausprobieren. Schreibt in die Kommentare, denn wir das Spiel finden. Switch Highlight. Oh. Nee, für mich nichts. So. Ja? Was ist das überhaupt? Star Wars? Ja, Star Wars Hunters. 2021. Was zur Hölle? WTF? Im Gold. Lol. Flammende Langschwerte klingt das untergangs. Was zur Hölle? Star Wars Hunters? Oder was ist es jetzt? Nö, ist es jetzt ein komplett neues Spiel. Ist nicht mehr Star Wars, ist ein anderes. Anscheinend. Naja, finde ich. Ja, sei der Ball.
Milchbauern, ey. Krass. Was ist jetzt? Keine Ahnung. Ist es? WTF. Nix. Das Klopapier. Gefällt mir nicht. Cancel. Wie gesagt, ihr sollt so viel von dieser Direct hier erwarten jetzt. Gucken. Der verfünfte Refresh. Ist jetzt nur das Mädchen, würde ich am besten. Du sollst auf Lucy vorgestellt. Ab 20. Mai 2021. Hades. Okay. Hades. Immer noch. Lol. Let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with a physical version of Hades. Physische Version ab 19. März. Drei tödliche Aktionsspiele in einer Meisterhaften-Sammlung. Ninja Gaiden Sigma. Ninja Gaiden Sigma 2. Und Ninja Gaiden 3. Super. Die nächste Collection. Ja, toll. Lol, ich bin auf jeden Fall der letzte Part. Also, die letzte Folge fürs Erste. Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Erweiterungspass? Neuen Buff, neues Outfit, erweitere Starte. Ja, ich lese. Na gut, dann nicht. Sorry, 20.2. Okay.
this Wednesday, February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. The latest installment in the legendary Ghost Recon the Ghost. 25.2. Jetzt. Ich ja, wollte die 25.3. oder so. Nein, egal. Ganz kurz der Schnitt, aber Apex Legends, 9.3.2021. After launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch. Fight for fortune, fame, and glory. Apex Legends enters the fray March 9th. Und? Ja, Zelda. The Legend of Zelda? Breath of the Wild 2? Nein. Und? Skyward Sword? The Legend of Zelda. Skyward Sword. Yes! Auf der Switch. Aber sieht, glaube ich, trotzdem nicht besser aus. Ja, Grafik ist nicht die modernste. Hatte ich früher für die Wii. Aber hab's nie wirklich durchspielen können. Bin aber ein bisschen weit gekommen. The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja, Ursprung 2011 für Wii. Nunchuck, Schild, Wii-Verbindung plus Schwert. Müsste ich glaube ich mit Joy-Con spielen. Wahrscheinlich. Ja. War doch klar. Okay. Nice. So weit bin ich auch noch nicht gekommen. Ich bin erstmal im zweiten Bereich gekommen. Also
팩트가 리스 리그와 하비스 워커도 켄 워크에 도착했습니다. 네요. Joy-Cons in the Legend of Zelda Skyward Sword HD Edition. Cool. Sessender Juli 2021. Hype, aber so viel wird auch nicht mehr kommen. Mal gucken. Bei der letzten Konsole. Okay. Schade. Ja, er kann sehr viel. Ich müsste noch ins Spiel kommen, was bis jetzt noch gar nicht kam. Das ist auch noch sehr viel. Ja, ich finde es cool. Und? Was ist das? Ich wüsste, dass es bereits kommt, aber was ist das? Eine Wüste? Splatoon! Ihr Splatoon. Okay. Ist es ein DLC zu Splatoon 2 oder Splatoon 3? Sieht aber so aus, ist Splatoon 3. Ich glaube, es ist nach Paris. Warum? Der Eiffelturm. Ist dort einfach. Wurde etwa Lopez, heißt es, oder? In etwa zerstört? Wo die leben? Hallo, wir sind hier. Müssen wir noch länger warten? Gedenklich. Eine neue Stadt. Splatoon 3. Ankündigung. Was? Wie? Was? Lol. Ach,
Musik für Römer, unglaublich. Krass.2022 soll es erscheinen. Aber wenigstens Platoon 3. Wollte ich gar nicht mal. Das war's mit der Nintendo Direct. Es hat riesen Spaß gemacht, jetzt wenn nur vier Spiele. Der neue Smasher, Mario Golf, ganz auf letzte Stelle und Splatoon 3 richtig krass gehypt drauf. Und dann kommt die letzte Zeit das Skyward Sword. Dann die kleine Erweiterung für Hyrule Warriors Zeit der Verehrung. Dann kommt wo man halt spiele. Was war's denn? Super Smash Bros. Der neue Brawler. Neue Brawler. Neue Smasher. Und dann Mario Golf ganz als letztes. Na gut, das war's auch von mir. Spiky King bis zur nächsten. Ja, Direct oder Trailer. Oder bis zum nächsten Video, besser gesagt. Ciao.